Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, genau, wir haben letztes Mal angefangen, unsere kleine, wunderschöne Stadt hier zu bauen. Empire City. Wir haben auch unendlich viel Demand irgendwie gefühlt an Dings. Darum werden wir uns doch direkt mal kümmern. Finchstraße. Ich möchte die hier nicht verbinden. Die hier eigentlich, also hier, wenn dann so, dass ich das wieder so mache wie hier. Das ist nur T-Kreuzungen. Also, große Kreuzungen, Viererkreuzungen sind immer so. Ne, funktionieren die in City Skylines? Ja. Tut sie es immer? Nein. Okay, die Musik ist echt laut. Ich muss aber, wie es ausschaut, auf jeden Fall nochmal. Habe ich jetzt die richtigen Straßen eigentlich ausgewählt? Zwei-Wege-Straße, gewöhnliche Straße, ja. Okay, sehr gut. Ich mache das nochmal. Vielleicht bis hierher. So, dann mache ich hier wieder so eine Querstraße. Und jetzt sich einfach mal. Bis hierhin ungefähr. Boah, kommt hin. Hier mache ich dann natürlich eine weitere Straße, die weitergeht, genau. Und dann mache ich hier wieder, war es ein Dreier, auch ein Dreier. Drei zwischendrin. So, und dann habe ich kein Geld mehr. Upsi. Ich muss aber noch Wasserleitungen legen. So, und dann machen wir hier halt noch mehr Wohngebiet. Ja, ich weiß, dass ich Straßennamen ändern kann. Interessiert mich nicht. Oh cool, ich kann den Skin von dem Ding ändern. Ja, nö, der ist doch okay. Sonnenbrille und Krone. So, hier müsste ich jetzt auf jeden Fall Dings haben. Wasser. Und dann bauen wir hier nochmal ein Dingsgebiet hin. So zwischen Reihen. Ich glaube, das hier möchte ich auch wegmachen. Dafür kommen da Wohngebäude hin. Da kommt, ja, da haben wir ein Wohngebäude hin. Und ich glaube, ich kann auch die Dingsstrompfeiler hier mittlerweile wieder ein Stück zurückreißen. So, Wasserversorgung ist da. So, jetzt müssen die Gebäude da halt noch bauen, bevor wir wieder Stromversorgung haben. Sonst geht die Stromversorgung weg, aber das ist halt so. Ja, ja, ja. Ihr baut jetzt gerade hier hinten aus, ne? Mal da drüben lieber Häuser. Das wäre richtig spitzenmäßig. Warum muss ich jetzt wieder jetzt. Ja, komm, zieh's durch. Ich zieh's noch ein Stück durch. Was soll's. Ich weiß hier nicht, wie lang mein Wasser. Okay, meine Wasserleitung. Kann ich gerade nochmal. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil es nicht ganz 90 Grad sind, ne? Aber das ist dadurch super nervig. Oh Gott. Und wir haben irgendwas erreicht, glaube ich. Ja, würdiges Dorf. Stadtviertelrichtlinien, zweites Darlehen. Achso, wir haben Darlehen freigeschaltet letztes Mal, okay. Oh, die Musik, ich muss die doch ein bisschen leiser machen, glaube ich. Biologische und lokale Herstellung. Mhm, toll. Feuerwehr und Polizei, das ist ja ganz toll. Ich freue mich. Ja, Errungenschaften ist, dass ich da schon freigeschaltet halt, ne? Egal, was ich mache, es wird nicht gut. So, Wasserversorgung steht. Strom sollte da sein. Brauchen einfach noch mehr Wohngebiete. Ja, die haben doch noch mehr Platz zum Bauen.
Wir haben nicht mal Bedarf nach Industrie, was mich ein bisschen erstaunt. Franks Fischstäbchenfabrik, ja. Ich finde es so geil, dass du jedes Gebäude benennen kannst. Wir können jetzt nämlich die Teils freischalten. Nachher haben wir, glaube ich, maximal 9. 1, 2, 3, 4. Ja, wir haben 9, glaube ich, maximal. Insgesamt. 3x3 sind 9, ja. Ja, ist immer noch ordentliche Größe, ja. Notfalldienste. Was? Katastrophenschutz? Nee. Ich brauche eine Feuerwehr. Zwar hier einmal eine und ich glaube, ich habe kein Geld dafür. Ich würde nämlich ganz gerne hier hinten noch eine bauen. Im Industriegebiet. Was kostet die? Die ist zu teuer, ne? 12.000, ey. So eine Polizeiwache kostet auch 12.000. Okay, hier ist kein... Ja, da ist Brand... Oh mein Gott, das ganze Ding brennt! Okay, die Feuerwehr ist aber da. Da bin ich aber beruhigt. Oh Gott. Die ganze Stadt brennt da einfach. Ja, okay, nehme ich ein Darlehen. Ich glaube, ich nehme ein Darlehen. Ich nehme mal ein Darlehen. Damit ich noch eine Feuerwehr bauen kann. Das ist mir sonst ein bisschen zu gefährlich da hinten. Das war eine Polizei. Egal, die brauche ich trotzdem da hinten. Die Feuerwehr wollte ich eigentlich bauen. So, eine Polizei brauche ich aber trotzdem. Hier drüben auch eine. So, ein Haus abreißen dafür. Ja, was soll's. So, und dann haben wir... Der hier wäre eigentlich der way to go, was Müll angeht. Freie Schule. Wie sieht es schultechnisch aus? Wir sind nicht so richtig gut versorgt, ne? Wenn wir jetzt hier eine Schule bauen würden, das würde schon helfen. Noch eine. So, damit ist unser Geld fast alles wieder weg. Und das Tolle ist, ich kann jetzt hier in der Mitte noch Straßen bauen. Sorry, Leute. Ich weiß halt nicht, ob das hier aufgeht, ne? Es geht wahrscheinlich nicht auf mit 3. Ist überhaupt nicht. Geht halt so überhaupt nicht auf. So, dann reißen wir den ganzen Kram hier ab. Ein Gebäude ist ausgebrannt. Das ist okay. Damit kann ich noch leben. So, und jetzt ist das Ding. Wir müssen hier Wasserversorgung herstellen. Ganz gern einmal unter den Querstraßen hier Wasser. So, dann reicht hier wahrscheinlich einmal Wasser. Das spare ich mir jetzt aber auch. Ich könnte jetzt zweimal machen, damit es unter den Straßen liegt, aber ganz ehrlich, ich muss die Musik doch noch ein bisschen leiser machen. Das ist mir schon sonst ein bisschen zu laut. Ist immer noch laut. Also ich weiß nicht, ob die bei euch auch so laut ist. Ich mach mal hier. Soll ich die Hauptlautstärke mal ein bisschen runterdrehen? Das ist... Die Musik ist trotzdem immer noch laut. So, 40%. Ja, ich glaube,
Ich glaube, das ist immer noch laut, aber es geht. Ich muss nur dagegen anschreien. Was soll's? Okay, wir brauchen mehr Wohngebiete. Das Wohngebiet hier in der Mitte. Wir haben auch noch nicht die High-Density-Dinger freigeschaltet, deswegen... Wenn wir halt hier... Erstmal, hier ist Vorstadt, ja. Das Vorstadtviertel. Hier drüben ist natürlich ein bisschen doof mit der Autobahnauffahrt, aber was soll's. Ich würde dann die Auffahrt hier auf Dauer eigentlich ganz gern wegmachen und dann... die Autobahn entweder hochlegen und Abfahrten machen oder sowas entlang des Randes an den Hauptstraßen hier sozusagen. An der hier. Theoretisch könnte man das hier nochmal machen. Oder wir machen es hier halt nochmal. Dann kommt man halt von zwei Seiten daran. So. Ja, Strom wird jetzt nicht unbedingt sein. Nee, habe ich verstanden. Ich hab verstanden. Ich hab eine Sekunde das Stromnetz abgeschaltet. Literally eine Sekunde. So. Wieso? Kein Strom. Oh ja, wir können jetzt Gebiete machen. Das ist ja ganz toll. Wohngebiete und sowas. Nee, ich würde das ganz gerne noch nicht verbinden hier. Hier ist es okay, finde ich, dass wir das verbinden. Eigentlich können wir es hier auch verbinden. So und so. Hier brauchen wir auch noch mehr Wohngebiete natürlich. Ja, wir haben jetzt genug Wohngebiet freigegeben, hätte ich mal gesagt. Wir machen hier noch ein Dings, ein bisschen mehr Commercial Stuff hin. Was haben wir jetzt eigentlich als freigeschaltet? Wir haben kein Geld, um den Darlehen wieder abzuzahlen, auf jeden Fall. Wie voll ist das Ding? 4%. Okay, das reicht noch ein bisschen. Ich bin erstaunt, dass wir keine Industrie haben gerade. Also keine Nachfrage an Industrie. Und das hier war vielleicht auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es nötig war, das zu bauen. So, hier fülle ich das einfach mal auf. Also ich würde hier ganz gerne noch eine zweite Deponie auf Dauer auf jeden Fall hinbauen. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen das hier machen. Wir könnten hier auch eigentlich auch noch Querstraßen machen, aber halt hier so in den Zwischendingern, ne? Hier macht das jetzt keinen Sinn, aber hier vielleicht. So, hier und da vielleicht Sinn machen. So sozusagen. Oh, wir haben wieder irgendwas erreicht. Das Game... Winzige Kleinstadt. Sehr schön. Okay, wir können jetzt wundertolle Richtlinien festlegen. Und wir haben Parks und Plätze freigeschaltet. Toll. Ich glaube, ich lasse es erstmal bei einer Querstraße hier. So, wir haben Parks und Plätze freigeschaltet. Toll. Ich weiß, dass ein wundertoller Hundepark voll... Der war einfach spitzenmäßig. Der hat nämlich eine gute Range gehabt und hat aus irgendeinem Grund richtig viel Zufriedenheit gebracht gehabt. Das weiß ich noch. Der Hundepark war Bastard. Weil es gibt so viel Kram. Freizeitpark, also das stimmt. Das ganze Add-on-Kram. Geburtstagsplatz. Basketballplatz. Ja, ein Basketballplatz wäre schon noch schön. Hier so in hier vorne oder so. Wenn ich nicht zu viele Häuser dafür wegreißen muss. Ist in dem Fall... Oh, ich habe einen Gebäudestufenaufstieg. Yay. Was ist das? Ein mehrgeschossiger dekorativer Platz. Also ein Parkhaus.
Ja. Na, da noch. Oh, wir haben keinen Strom mehr. Reicht unser Strom nicht aus? Oh, unser Strom reicht nicht aus. Wir müssen noch eine zweite Dingsanlage bauen. Strom. Oh, mein Strom. Na, ich wollte hier irgendwo rein. So. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir ein bisschen Geld machen. Ja, ihr sollt gleich wieder Strom haben eigentlich. Jo, genau. Strom ist wieder da. Strom ist wieder da. Mein Fehler. Ich habe Plätze gebaut, die Strom brauchen. So, wir können uns mal ganz kurz die Stadtrichtlinien anschauen, ne? Wer hast, haben wir denn schon alles? Stromverbrauch. Mhm. Ich glaube, das hier hat, das hier habe ich, glaube immer gemacht. Das kostet zwar ein bisschen was, aber das ist toll. Und ein Rauchverbot machen wir einfach auch mal. Aha. Ja, Schule ist aus. Nee, das ist alles noch so lieber Parks. Okay. Parkpflege. Ja, okay, wir haben noch keine Pflege. Oh cool, wir können die Freiheitsstatue bauen. Yay. Festivalgelände. Diverse Dinge. Kanäle haben wir freischalten. Wundertolle Sachen, was wir freischalten gerade alle. Müssen aber ein bisschen einfach nur gerade Geld sparen. Wir verlieren gerade nämlich ein Geld. Was ich nicht verstehe, warum. Wir haben zwar Einnahmen und Bevölkerungszuwachs, ja, aber. Ja, Hundeparks sind der Shit. Okay, wir haben ein bisschen ein Problem mit unserem Industrieanbindung vielleicht. Aber es ist schon ganz gut, dass die hier rumfahren. Ich weiß nicht, ob die Kreuzung... Ich glaube, die Kreuzung hier sollten wir... Die Kreuzung machen wir mal weg. Ups, sorry, Auto. Die ist nicht ideal aktuell, glaube ich. Weil das die ganzen... also da sind halt irgendwelche Honks, die meinen, sie müssen hier ins Wohngebiet fahren. Über die Strecke hier. Also, weil es hier halt kürzer ist, ja. So fahren die jetzt wunderschön hier unten rum und das Industriezeug. Ja, guck, Stau hat sich direkt aufgelöst. Weil hier, klar, hier der ein bisschen Stau, das wird sich jetzt aber auch auflösen. Ja, wunderbar. Parkgebiet. Ja, toll. Einfach Stadtviertel löschen. Mhm, Industriegebiet löschen. Ja, ich brauche die Gebiete tatsächlich noch nicht. Ich weiß, dass ich das alles tun kann, aber ich brauch's noch nicht. So. Hier muss ich mal gucken, hier kann ich vielleicht Bürogebäude oder sowas hier machen. Da kann ich auf jeden Fall keine eine neue machen, wenn ich das Industriezeug direkt nebendran habe. Da sind die dann nicht so happy. Was haben wir? Wir brauchen auf jeden Fall. Wir haben. Wieso sind unsere Finanzen eigentlich so kacke? Weißt du was? Wir stellen die Steuern mal auf 10% hoch und gucken, was passiert. Mal gucken. Ob die sich beschweren. Achso, ja, ich kann. Das ein Verbot von Sandalen zocken. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kostet 3600. Das wollen wir uns gerade nicht leisten. Schön, dass es es hat, aber ja. Aktuell nicht. Ich finde es auch toll, wie es hier sagt.
Kein Zug. Achso, das ist kein Zug, ja. Ist klar, dass kein Zug ist. Ja. Okay, wir brauchen aber gerade noch kein neues Gebiet, um ehrlich zu sein. Wir haben noch genug, was wir hier bauen können. So, ich male das ja einfach mal an. Ich muss tatsächlich gucken jetzt, dass wir nochmal Wohngebiet bauen, glaube ich. Aber das machen wir natürlich erst, ihr wisst es schon ganz genau, in der nächsten Folge, ne? Ja, vielleicht schaue ich mal hier, dass ich hier hinten die Straße einfach auch mal weiterziehe. Ich muss aber eigentlich Geld sparen, ja? Aber eigentlich läuft es gerade ganz gut. Ich habe auch noch tatsächlich noch keine so arg viele verlassenen Gebäude, eigentlich gar keine. Rauchmelder bringen es auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall deutlich weniger Feuerwehren bauen. Gut, der Arzt ist auf jeden Fall... Oh no, haben wir Bestattungswesen schon freigeschaltet? Das haben wir noch nicht freigeschaltet, oder? Haben wir das schon freigeschaltet? Wir haben höhere Schulen freigeschaltet, ja. Uni und Oberschule wollen wir auf jeden Fall bauen. Forstindustrie. Und die Turn- und Fitnesshalle. Cool, kostet 120.000. Bestattungswesen. Ich hab... Warte. Bevor ich die Folge jetzt beende. Wo? So, Friedhof habe ich noch nicht. Krematorium habe ich noch nicht freigeschaltet, ja? Ein Friedhof. Swimmingpool. Okay, ich hab noch keinen Friedhof freigeschaltet. Alles klar, gut. Ich dachte gerade kurz. So, was hattet ihr noch? Ja, kostenlose Rauchmelder, genau. Es kostet mich ein bisschen was an Geld, aber ich glaube, es ist es wert. Ich weiß aber nicht, wie können wir gucken, wie ich... Also, solange wir so konstant Geld dazu bekommen, ist es gut. Aber es reicht leider nicht aktuell, um... Jetzt hier... Also, ich will hier zum Beispiel kein Gebiet bauen. Kein Dingsgebiet. Auf gar keinen Fall. Das wäre eine doofe Idee. Ja, die Wasserleitung ignoriert er zwischendrin einfach mal, ne? Das ist aber noch alles in dem grünen Bereich. Gut. Ich wollte die Folge eigentlich beenden, ne? Hier, so. Thumbnail. Genau. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.